Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dieser Folge nehmen wir erneut zwei sehr bekannte und auch beliebte Shopsysteme unter die Lupe und schauen, wo die Vorteile, aber auch die Schwächen der beiden liegen. Auf der einen Seite das klassische System-as-a-Service-Shopsystem Shopify und auf der anderen Seite das Shopsystem deutschen Fabrikats Shopware. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den eBakery YouTube-Channel. Shopify ist der cloudbasierte Online-Shop-Baukasten für kleine und mittelständische Unternehmen schlechthin. Ein von einer kanadischen Firma angebotenes, jedoch von einem deutschen Entwickler programmiertes Shopsystem, das es quasi schon seit 2006 gibt. Was Shopify so attraktiv macht, ist der Einstiegspreis von lediglich rund 25 Euro monatlich und der Tatsache, dass man keine Programmierkenntnisse benötigt, jedoch trotzdem einen funktionierenden, professionellen Shop betreiben kann. Shopware hat hingegen mit seiner 6er-Version eine ordentliche Schippe draufgelegt. Die Erlebniswelten fungieren als innovatives CMS, mithilfe des Rule Builders erschafft ihr individuelle Workflows und automatisiert somit euren Shop. Ein weiterer Punkt ist der Fakt, dass Shopware eine Open-Source-Software ist, also quelloffen. Dadurch kann euer Shop beliebig erweitert werden und der Code angepasst werden. Darüber hinaus gibt es auch bei Shopware kein Provisionsmodell. Das heißt, je größer ihr werdet, desto mehr verdient dein Shopify auch mit dran. Shopware kann in der Community Edition kostenlos genutzt werden oder aber als Professional Edition entweder in einem Abo-Modell für monatlich 199 Euro quasi geleased werden oder aber für einmalige 2.495 Euro erworben werden. Das Gute ist, dass es Shopware nun mittlerweile auch in der Cloud gibt. Schaut euch dazu gerne unser Cloud-Shop-System-Vergleichsvideo an. Das Gute hingegen bei der Professional Edition sind unter anderem die euch direkt zur Verfügung stehenden Erweiterungen, für die ihr sonst einzeln nochmal Geld bezahlen müsstet, die mögliche Mehrsprachigkeit und die erweiterten Funktionen im CMS. Bei Shopify stehen euch vor allem mehr Benutzerkonten zur Verfügung, ihr müsst weniger Provision und Paymentgebühren leisten, je mehr ihr für den Plan bezahlt, und euch stehen mehr Möglichkeiten zur Verfügung, international verkaufen zu können. Darüber hinaus gibt es auch hier eine Enterprise Edition namens Shopify Plus, die für Großhändler gedacht ist. Schaut euch dazu am besten unsere Shopify Plus Videos in der Playlist an. Kommen wir nun zum Design. Die Grundlage dessen ist das Theme. Für alle, die nicht wissen, was das ist, haben wir jeweils zu beiden Shopsystemen ein Video dazu gemacht, das sich in unserer Playlist oben rechts befindet. Hier hat keiner der beiden die Nase vorne. Sowohl Shopware als auch Shopify haben sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Themes zu bieten, die an so gut wie jede Branche angepasst sind und wirklich modern und User Experience orientiert angelegt sind. Doch wie sieht es mit B2B und B2C aus? Hier muss man ganz klar sagen, dass Shopware die Nase vorne hat. B2B-Shops kann Shopware besser abbilden, zumindest mit der Enterprise Edition, was dann natürlich auch seinen Preis hat. Shopify ist eher auf den B2C-Handel ausgelegt. Was man aber beiden Shopsystemen eingestehen muss, ist die Tatsache, dass sie sich mit namhaften Firmen, die deren Systeme verwenden, brüsten können. So zählen Gymshark, Tesla, Paris und Kylie Cosmetics zu den Shopify-Enthusiasten, wohingegen Shopware mit Namen wie Douglas, BVB und Aston Martin aufwarten kann. Summa summarum lässt sich also Folgendes sagen. Mit Shopify habt ihr eine super Option, ohne Programmierkenntnisse mit einer geringen Einstiegshürde einen professionellen Shop auf die Beine zu stellen. Ihr habt eine kostenlose Anbindung zu Instagram Shopping, müsst euch nicht ums Hosting kümmern und könnt euch somit mehr um den Aufbau der Struktur eures Startups kümmern. Wenn ihr allerdings schon genügend erwirtschaftet habt und euch die Professional Edition von Shopware leisten könnt, sowie das nötige Budget für die ein oder andere Mannstunde eines Shopware-Entwicklers zur Anpassung zur Verfügung habt, dann solltet ihr euch am besten zu den Möglichkeiten von Shopware von einer Agentur beraten lassen. Eure Vorteile sind die unbegrenzte Erweiterbarkeit und Skalierbarkeit, das wegfallende Provisionsmodell und die Möglichkeit, auch B2B anbieten zu können. Solltet ihr noch schwanken, vereinbart gerne einen Termin bei den Experten von eBakery. Wir können euch als Shopify, aber auch Shopware-Agentur gerne beraten und euch aufzeigen, was für euren individuellen Case der richtige Weg wäre. Alle Infos findet ihr auf der Seite oben rechts. Ich hoffe, ihr konntet durch das Video das ein oder andere für euch mitnehmen. Wenn das der Fall ist, abonniert gerne den Channel, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bis dahin euch alles Gute und fleißige Verkäufe wünscht euch euer eBakery-Team.